UFOs schießen nicht nur Kampfjets ab, sondern auch zivile Passagiermaschinen, wenn auch nur sehr selten. So besagt es eine erst gestern Abend neu geleakte Studie der iranischen Luftwaffe. Und diese sorgt gerade für so mächtig Wirbel in der UFO-Gemeinschaft. Mal kein US-amerikanischer Blick auf das sogenannte UFO-Phänomen, sondern einer aus dem Nahen Osten. Und dieser ist teilweise noch sehr viel extremer, wie ihr gleich alle sehen werdet. Also fangen wir sofort an, wie immer direkt nach dem Intro. Werden US-Kampfjets regelmäßig von UFOs abgeschossen, gejagt und dann zu Boden gebracht? Und wenn ja, sind dann auch, wenn auch nur in seltenen Fällen, zivile Maschinen ebenfalls betroffen? Linienflüge mit Passagieren an Bord? Dutzende Berichte sprechen immer wieder von den Abschüssen unbekannter Objekte. Der umgekehrte Fall ist allerdings nur selten der Fall. Menschengemachte Objekte, die von außerirdischen Raumschiffen vom Himmel geholt worden sein sollen. Ein nun neu geleaktes Dokument widerspricht dem aber. Es komme durchaus vor, dass militärische Flieger von unbekannten Objekten abgeschossen werden. Nur mache man dies verständlicherweise nicht ganz so öffentlich, setze alles daran, um es geheim zu halten. Doch es ist noch sehr viel unheimlicher. Auch zivile Passagiermaschinen seien schon abgeschossen worden, auch wenn dies nur ein sehr seltener Fall sei. Dieses Dokument, das derzeit für Wirbel in der UFO-Gemeinschaft sorgt und von Insidern und Journalisten wie Ross Coulthard nun in den sozialen Medien veröffentlicht worden ist, verrät uns aber noch sehr viel mehr über die wahre Beschaffenheit unbekannter fliegender Objekte. Doch fangen wir wie immer von vorne an. Im Jahre 2009 führte eine Gruppe von Piloten, Wissenschaftlern und Luft- und Raumfahrtingenieuren der iranischen Luftwaffe im Auftrag des Strategischen Forschungszentrums Untersuchungen über UFOs durch, die in der Nähe der Nuklearstandorte des Irans geflogen sind. Nun wurden die Dokumente dieser Untersuchungen geleakt. Berichte, die nicht nur die Sicherheit des Landes, sondern auch die des US-amerikanischen Militärs in Frage stellen. Mehr noch, Dutzende Fälle, in denen beschrieben wird, wie UFOs amerikanische Piloten abschossen, sie vom Himmel holten. Beschreibungen von Objekten, die sich den physikalischen Gesetzen völlig entzogen, unserer Technologie völlig überlegen sind. Diese Studie trägt den Namen Identifizierung und Untersuchung unbekannter und leuchtender Objekte im Luftraum des Landes in den letzten 2 Jahren und Konfrontationen mit ihnen. Und was sich so theoretisch anhört, mündet in schier unfassbaren Erkenntnissen. Da habe ich euch erst vor wenigen Tagen von einem vermeintlichen Abschuss einer Militärmaschine durch ein unbekanntes Objekt berichtet, durch ein UFO. Dieser konnte ja mit etwas sehr Irdischem erklärt werden, ein Vogel war es. Wie es der Zufall nun will, berichtet uns aber ein neu geleakter Bericht aus dem Iran von tatsächlichen Abschüssen durch UFOs, präzise Beschreibungen, wie sich UAPs der Verfolgung entziehen und wenn sie sich bedroht fühlen, auch handeln. Und für alle, die sich fragen, warum der meiste Teil dann in englischer Sprache verfasst ist, das ist bei der iranischen Luftwaffe tatsächlich gang und gäbe. Aber seht wie immer selbst. 4 Seiten eines mehr als 300 Seiten umfassenden Dokuments. 4 Seiten, die allerdings schon ausreichen, um zu erfahren, wie extrem Begegnungen zwischen Kampffliegern und UFOs wirklich sind. 4 Seiten einer Studie, die für das Forschungs- und Studienbüro der iranischen Luftwaffe und dem Sekretariat des Obersten Rates für theoretische Forschung, der AYA, der iranischen Armee erstellt worden sind.
In persischer Schrift erfahren wir zunächst den Grund, warum das Forschungsteam denn diesen Bericht erstellen sollte. Und dieser ist nicht anders als bei den US-Amerikanern. Das iranische Militär befürchtet eine Bedrohung, den Verlust ihrer Hoheit über den iranischen Luftraum, immer wieder Berichte über nicht identifizierte und unbekannte leuchtende Flugobjekte, UFOs, die sich über nuklearen Anlagen aufhalten und scheinbar ein besonderes Interesse an US-Kampfjets hegen. So heißt es dort. Erstens. Vor dem Afghanistan-Krieg im Jahr 2001 gab es zahlreiche Berichte über UFO-Sichtungen in ganz Afghanistan. Sie wurden auch schon vor dem Krieg im Jahre 2003 beim Überfliegen strategischer Standorte im Irak gesichtet. Zweitens. Es gab Berichte über Kommunikationsausfälle zwischen Luftverteidigungsgeräten nach UFO-Sichtungen über dem Irak. Auf diese Störungen folgte der Beginn militärischer Koalitionsoperationen. Drittens. Massenhafte UFO-Sichtungen im Iran nach der Islamischen Revolution ereigneten sich in mehreren unterschiedlichen Perioden. Während der Revolution, als die muslimischen Studenten 1979 die US-Botschaft in Teheran besetzten. Zum zweiten Mal kurz vor Beginn des Iran-Irak-Krieges. Zum dritten Mal wurde in den Jahren 2003 und 2004 überall im Iran UFOs gesichtet. Angesichts des Fehlens direkter politischer, wirtschaftlicher, soziokultureller und militärischer Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten ist es von größter Bedeutung, dass wir diese Phänomene als sehr ernste Bedrohungen für die nationalen Interessen unseres Landes einstufen. Im Folgenden finden Sie eine Liste von UFO-Sichtungen potenziell bedrohlicher Natur im gesamten Iran nach der Islamischen Revolution. Erstens, vorübergehendes Verschwinden. Zweitens, sehr hohe Geschwindigkeit beim Verfolgen bzw. beim Abfangen. Drittens, extreme Manövrierfähigkeiten beim Verfolgen bzw. Abfangen. Viertens, Vorhandensein einer gasförmigen Masse um das UFO herum. Fünftens, verschwinden lassen während einer Bedrohung. Verschwinden lassen während einer Bedrohung. Ja, was sich da so abstrakt anhört, wird auf der folgenden Seite der Studie sehr viel detaillierter beschrieben. Wir erfahren zudem, wie überlegen UFO-Technologie der unseren ist und dass laut diesem tatsächlich auch hin und wieder Kampfjets inklusive ihrer Piloten vom Himmel geholt werden. Aber in seltenen Fällen auch zivile Passagiermaschinen. Zahlreichen gut dokumentierten Berichten zufolge können UFOs vorübergehend verschwinden. Immer dann, wenn sie von einem abfangenden Düsenjäger angegriffen werden. Und das noch bevor dieser seine Luft-Luft-Raketen abfeuern kann. Im Folgenden sind die beobachteten Reaktionen der UFOs auf taktische Maßnahmen der Luftwaffe und Luftverteidigungseinheiten des Irans und anderer Länder in den letzten Jahren aufgeführt. Herauf- oder herunterzoomen bei einer Bedrohung. Es gibt zahlreiche Berichte unserer eigenen Luftwaffe sowie der Luftstreitkräfte anderer Nationen, bei denen dieses Phänomen zu beobachten ist. Die Flughöhe von UFOs nimmt dabei extrem schnell zu oder ab. Immer dann, wenn sie sich von Abfangjägern der Luftverteidigungseinheiten bedroht fühlen. Auskuppeln bei sehr hohen Geschwindigkeiten bei Gefahr. In zahlreichen Fällen verlassen UFOs das Gebiet, wenn sie sich einem Abfangjäger nähern, indem sie schnelle Manöver und plötzliche und ungewöhnliche Änderungen der Flugbahn mit sehr hoher Geschwindigkeit durchführen, wodurch jede Chance auf ein erfolgreiches Abfangen zunichte gemacht wird. Angriff auf einen abfangenden Kampfjet. Es gibt zahlreiche, mitunter geheime Berichte über Versuche von UFOs, Kampfflugzeuge und andere Flugzeuge zu jagen und sie in Luftkämpfe zu verwickeln, was zum Verlust einer beträchtlichen Anzahl sowohl militärischer als auch ziviler Flugzeuge auf der ganzen Welt führte. Versuche von UFOs, Flugzeugtriebwerke auszuschalten und sie zu einer Notlandung zu zwingen. UFO-Versuche, Flugzeuge zu zerstören, mit der Absicht, sich ihnen anzunähern. Die Reaktion auf eine Umzingelung oder einen Beschuss war nicht immer ungefährlich. Damit endet vorerst die Veröffentlichung der iranischen Studie. Vier Seiten, die uns zeigen, dass nicht nur die westlichen Länder das sogenannte UFO-Phänomen ernst nehmen, sondern auch jene, die sich im Nahen Osten befinden. Und Menschen, die immer noch zweifeln, müssen sich schlussendlich fragen.
Aus welchem Grund sollten fast alle Länder dieser Erde UFOs ernst nehmen, wenn sie nicht tatsächlich hier wären? Ihr kennt meine Meinung, ich halte UFOs und Außerirdische für weitaus weniger bedrohlich, als es uns die vielen Berichte vermuten lassen. Aber wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Vielleicht sind es ja mehrere verschiedene Spezies und eine davon ist uns dann doch mehr oder weniger feindlich gesinnt. Warum sie dann aber gerade Passagiermaschinen abschießen sollten, ja, die überhaupt keine Bedrohung für sie darstellen, das lässt mich dann aber auch, ja, mehr oder weniger ratlos zurück. Aber was haltet ihr denn von dieser nun geleakten Studie? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der darf jetzt gerne die Glocke aktivieren. Da freue ich mich immer sehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Augen auf!